Ist das neueste, schwärzeste Schwarz der Welt? Das behauptet diese Firma zumindest auf ihrer Internetseite. Sie nennen es Black 3.0, aber haben Sie wirklich eine Rezeptur gefunden, wodurch es schwärzer ist als das bisherige schwärzeste Schwarz? Das finden wir jetzt heraus. Und um das Battle vergleichbar zu halten, bemalen wir jetzt jeweils eine Seite davon. Ich würde sagen, wir starten mit unserem alten Freund. Alright, gewohnt stark auf jeden Fall. Jetzt der Herausforderer. Oh, das ist schon ziemlich schwarz und die ist noch nicht mal trocken. Aber seht ihr diese Löcher? Die hält nicht richtig auf dem Untergrund. Um die beiden Farben trotzdem vergleichen zu können, habe ich sie mal auf ein bisschen Pappe gemalt. Und was sagt ihr? Wer bleibt King und ist die schwärzeste Farbe der Welt? Schreibt es in die Kommentare.